Gratulation, World Wide Web. 1989, nun 30 Jahre, am 12.03.1989. Jetzt haben wir den 12.03.2019, 30 Jahre World Wide Web. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön für die Sache, Sir Tim Berners-Lee. So, im November 2018 hat Sir Tim die Foundation, World Wide Web Foundation, nochmal hochgefahren und hat überdeutlich gesagt, dass ein neues World Wide Web erscheinen müsse, weil das nicht in seinem Sinne, was da momentan abläuft. Und da sind wir schon beim Kern des Themas. Herr Axel Voss von der CDU sagt, meine lieben Freunde, hört auf damit, ich ziehe da gnadenlos durch, dann wird mein Gesetz, ich stehe dafür gerade, ihr könnt mich mal. Ja, Herr Voss sagt, ihr könnt mich mal. Das meint er ernst. Gut, wir haben das auch recherchiert. Auch der Rechtsanwalt Kanzlei WBS hat es recherchiert. Viel ist ja zwischen 15 und 35 ist dem Herrn Voss zu jung. Zwischen 40, 50, 60, das sind so zwischen 2-4%, die da auch mitmachen. Wir als Firma World Wide Web for the Web sind natürlich für Herrn Tim bzw. Sir Tim Berners-Lee und seine Idee World Wide Web. Wir bedanken uns heute dafür, dass er das überhaupt auf den Weg gebracht hat. Wir feiern heute Geburtstag und 30 Jahre World Wide Web, und im Mai 2019 will er das natürlich wieder neu vorstellen. Sein Solid, könnt ihr einfach mal googeln, googelt einfach mal unter Solid, und da steht dann, wie das neue World Wide Web funktionieren könnte, wenn alle mitmachen. 50-50% steht ja. Also noch einmal, 50% der Weltbevölkerung ist nicht online. Und in diesen 50% sind sehr viele, die gar keinen Datenschutz haben, Datenschutz gar nicht kennen. Die wissen gar nicht, was das ist. Sir Tim hatte die Idee, dieses World Wide Web zugänglich zu machen für alle Menschen. Für alle Menschen. Und jetzt stellt sich heraus, dass da gewisse Datenkonzerne, regelrechte Datenmogule, die Daten nehmen, gar nicht mehr aufhören. Die wollen alle Daten von euch. Die hören auch gar nicht mehr auf mit Werbung. Die hören auch gar nicht mehr auf, euch zu verfolgen mit Werbung. Und das ist nicht im Sinne von World Wide Web. Und da hat Sir Tim recht. Und wir unterstützen diese Foundation, the World Wide Web Foundation. Wir unterstützen The Summit und wir unterstützen Solid. Aber die Frage lautet, wenn Herr Voss so dermaßen dafür ist, muss er ja jemanden irgendwie als Lobbyist, irgendwie muss da eine Lobby hinterstecken, die da irgendwas haben will. Sie will Daten haben. Sie will Daten haben, um die abzugleichen. Die Frage lautet, wer hat denn die Software? Wer hat denn den Nutzen von dieser Software? Oder aber es ist wirklich einfach nur zu sagen, wir wollen generell Steuern erheben. Wir wollen die Linksteuer, Artikel 11, 9a, weiß ich nicht ganz genau, aber 9a greift den 11, die sogenannte Linksteuer, dann die anderen Steueransätze, irgendwas läuft da mit Steuern. Es könnte sein, dass die Giganten, die Riesen, die werden ja schließlich auch von Sir Tim Berners-Lee angegriffen. Ja? Also er möchte die natürlich auch zerschlagen. Er hat nicht so gern, dass auf seinen Algorithmen und auf seinem World Wide Web, was er da erfunden hat, damit die Daten überall hin können, auch HTTP und HTLM, mittlerweile in der fünften Generation des Datenhighways, die Sicherheit der Daten. Aber er hat recht. Sir Tim hat recht, die Daten gehören euch. Das sind eure Daten. Ihr gebt die Daten nur frei, die ihr freigeben möchtet und womit ein anderer arbeiten kann. Es kann ja nicht sein, dass Fotografen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ob ihr es wisst, wenn ein Fotograf seine Arbeit macht und seinen Kunden einen Datenstick gibt, wo alle Bilder des Kunden drauf sind, muss dieser Fotograf plötzlich bei der GEMA Gebühren bezahlen.
Also meine lieben Freunde, das geht an sich viel weiter wie nur Artikel 13, 9a und 11. Es ist noch viel, viel schlimmer. Zum Beispiel die IHK, die Gewerbetreibenden das Geld aus der Tasche zieht für nichts, für gar nichts. Dann die Datenerhebungen überall. Dann der neue Ausweis. Ich hatte heute einen 90-jährigen Herrn, der einen Ausweis auf den Weg gebracht hat. Er brauchte einen neuen Ausweis. Und plötzlich legte er mir ja eine Theke vor und fragte, was ist das? Und zwar kann man jetzt mit den Ausweisen, da ist ein Chip drin, kann man sich im Internet etc. Ein 90-Jähriger geht nicht ins Internet. Internet gibt es ja auch gar nicht. Er wird also keinen Weg finden ins World Wide Web. Das mache ich für ältere Leute. Also ich mache für ältere Leute den Datenhighway und schaue nach, was sie brauchen. Und das bekommen sie dann auch. Top Secret, versteht sich. Alle Daten sind gesaved. Natürlich habe ich die Nummer nicht aufgerieben. Ich habe dem Herrn erklärt, dass sein Ausweis nutzbar ist, ab sofort mit Geheimnummer und mit PIN-Nummer, sein Ausweis wohlgemerkt, mit PIN-Nummer und mit seiner Ausweisnummer, die er da kodiert bekommen hat, wenn er die aufrubbelt, dass er da reingehen könnte. Also er könnte mit einem neuen Ausweis heutzutage ins Netz. Was da alles auf uns zukommt, weiß man nicht. Wenn jetzt also schon die neuen Ausweise datenfähig gemacht werden, dass alle Daten auf diesen Chip eingebaut, dann eingelesen im World Wide Web, ja, also das ist wie gesagt nicht der Sinn von dem Ganzen. Da hat er recht. Wir feiern wie gesagt heute das World Wide Web, 30 Jahre World Wide Web, und es wird Zeit, dass da eine Änderung vorkommt. Sir Tim möchte einen sogenannten Webvertrag, wo jeder verbindlich arbeitet und auch zugänglich macht. Wir machen ja unseren Kunden das World Wide Web auch zugänglich. Und wir stehen ja auch dazu, der Datenschutz bleibt auch, die Daten bleiben beim Kunden. Und wir erheben keine Daten, wir passen auf, wir löschen Daten. Und so gehört sich das im World Wide Web. So, was wir jetzt wirklich haben, ist ja schon mal der Kunstbegriff Internet, Facebook, Google, Amazon. Und das, wie gesagt, passt Sir Tim nicht. The World Wide Web Foundation ist und bleibt the World Wide Web for the Web. For the Web. Und das stimmt auch. Das ist auch gut so. Und es ist auch gut so, wenn das World Wide Web jedem gehört. Wenn das wirklich jedem gehört, jeder kann da rein, jeder kann mitmachen und jeder stellt etwas dar, jeder verkörpert etwas und jeder gibt etwas, was der andere mitarbeiten kann. So war das ja auch gedacht. Wenn ihr also ein Logo hochfahrt, war das für die Allgemeinheit gedacht. Wenn ihr ein Musikstück hochfahrt, war das für die Allgemeinheit gedacht. Wenn ihr ein Dossier hochfahrt, war das für die Allgemeinheit gedacht. So war und ist der wahre Sinn von World Wide Web. Und die World Wide Web Foundation unter Sir Tim Berners-Lee geht da im Mai on air und erklärt das neue Solid. Das neue Solid, seine Idee, das World Wide Web auf den Weg zu bringen. Schneller, datenkonform, jeder wählt seine Daten. So, lasst euch überraschen, im Jahre 2019, im Mai, wird er es vorstellen. Jetzt feiern wir erstmal am 12.03.2019 the World Wide Web. Dankeschön. Wir gratulieren auch dem Sir Tim, dass er diese Idee auf den Weg gebracht, dass er diese Idee der ganzen Welt zur Verfügung gestellt hat. Wir arbeiten mittlerweile damit. Wir haben Vorteile, nicht so Vorteile. Man hat ja mehr Trolle, man hat ja mehr Verfolgung, man hat ja mehr Sitzstone, man hat ja mehr Hass-Triaden, wie an sich der Ursprung unter ICQ, Skype und das Ganze mal gewesen ist. So, unter Artikel 13 kann man keine Sachen mehr einbinden, keine Maps einbinden. Man ist also nicht mehr so, man kann halt nicht mehr, weil wer im World Wide Web die Idee kennt, von 89 aufwärts, jetzt 30 Jahre, jetzt mittlerweile als Internet und wie gesagt als Ärger, ist ja ein riesen Ärgernis mittlerweile, und das passt Sir Tim auch nicht. Es kann ja nicht sein, dass die Leute sich bekriegen, das war nicht die Absicht, die Leute sollen miteinander arbeiten, ja, friedlich arbeiten, es soll was Friedliches sein, das World Wide Web soll was Friedliches bleiben. Und im Moment ist das Internet ja an sich mehr korrupt, mehr von Politikern voll mit deren Ideen. Und wie gesagt,
dieses Abzocken sozusagen abgreifen, ja, und vor allen Dingen die Daten, ja, jeder soll Daten einfliegen, und wie gesagt, man will halt Geld verdienen. Also die Politiker gehören jetzt irgendeiner Lobby an. Die Frage lautet wirklich, wem gehört die Software, diese Upload-Software, diese Filter-Software? Wer soll die entwickeln, wenn YouTube unter Google 0,1% zu 100 Millionen das auf den Weg gebracht hat? Es kann ja nicht sein, dass jetzt Google noch mehr Daten kriegt. Es kann ja nicht sein, dass YouTube da noch mehr Daten und noch langsamer. Wozu brauche ich dann 100 Mbit? Leitungen, wozu brauche ich 5 Giga Leitungen, wozu brauche ich dieses Breitband, wozu brauche ich das Ganze, warum brauche ich dann einen Ausweis mit einem Chip, wo ich online gehen kann? Also irgendwie stimmt da doch irgendwas nicht. Es kann ja nicht sein, dass man etwas forciert. Man hat sich man hat unterschrieben den World Wide Web Vertrag, diesen irgendwie nach vorne zu bringen, der im Mai erst vorgestellt wird, leider. Wir haben jetzt, wie gesagt, den 12.3., Entschuldigung, den 12.3.2019, wir feiern, wie gesagt, das World Wide Web und stellen fest, 10 Tage später wird das ganze Netz, irgendwie läuft da was nicht richtig. Auf der einen Seite gibt es den Sir Tim Berners-Lee mit seiner Foundation, World Wide Web, und er sagt, stopp, wir machen alles neu, hier stimmt was nicht. Und dann gibt es den Axel Voss mit seiner CDU, mit seiner Lobby und das Artikel 13, 9a und 11. Und keiner weiß, hallo, das widerspricht sich alles. Es widerspricht sich alles. Und dann kommt Herr Voss und sagt, ey Leute, hört auf, das ist ja eh Kinderkram. Und auf Kinder höre ich nicht. Auf Kinder hört er, ist klar, er hat zwischen 15 und 35, ist jetzt ausgemessen worden. Und wenn man die Action da sieht, Köln, das sind junge Leute. Es sind junge Leute, ist richtig, also ältere zwischen 40, 50, 60 stehen da nicht. Ja? Und jetzt seid nicht böse, dass die ihr Alter haben, Herr Voss ist auch knapp 60, aber Herr Berners-Lee, also Sir Thomas Lee, hallo, der ist 64 und ist auf eurer Seite. Ja? Nicht vergessen, ja. Feiern 30 Jahre World Wide Web. Herr Thomas Lee, Sir Thomas Lee Berners-Lee, ist auf eurer Seite mit seinen 64 Jahren als Professor am MIT. Ja, ist ja eine kleine, ist ja schon eine Hausnummer des MIT. Also für alle, die Daten transferieren, Daten herstellen, mit Daten arbeiten, ist das und mit Solid. 15 Jahre hat jetzt Solid gedauert, das auf den Weg zu bringen. Geht rein bei Google, gibt Solid ein, schaut euch die gesamte Struktur mal an. Guckt euch die World Wide Web Foundation an und überlegt euch mal, ob ihr so ein Netz haben möchtet oder das Netz von Herrn Voss. Mehr sage ich nicht. So, und wie gesagt, für mich ist es eine riesen Muppet-Show, was da abgeht im Moment. So ein Klientel schießt sich da gegenseitig zu. 110.000 haben schon geklickt, 440.000 Abos und so weiter. Also das ist schon eine Clique da. Ja, also eine Clique verdient jetzt momentan richtig Geld. Mischt das auch so richtig auf. Ihr müsst euch das mal genauestens ansehen. Also wir sind ja die Nüchternen, Einfachen unter, wie gesagt, Sir Tim, ich sage es jetzt abgekürzt, World Wide Web, For the Web. Das ist nüchtern, das ist einfach, das ist reine Mathematik. Das sind die Wege, das HTLM in 5, in dem schnelleren Fluss, das HTTP, wo die Adresse steht, und das World Wide Web, was das Ganze nach vorne trägt. So, das sind die Sachen, und da sollten wir uns wirklich mal fragen, was wir wollen. Wollen wir das World Wide Web als Vertrag, das uns wirklich allen gehört, damit das wirklich, das World Wide Web uns allen gehört und nicht einem Konsortium und nicht einem Herrn Axel Voss. Ja? Hektisch, nie wieder CDU, ist in Ordnung. Ein Denkzettel brauchen die schon, aber zwischen 15 und 35, das ist halt bei Herrn Voss dann doch nicht so angekommen, als hätten jetzt wir zwischen 45 und 85 Gas gegeben. Da hätte der dann schon gestutzt. Ja, auch Firmen halten den Mund, weil auch Firmen deckeln. Keiner glaubt an das World Wide Web. Ja, man glaubt da an das Internet, das Kohle machen, das reich werden und so weiter und so fort. Das ist halt so. Müssen wir durch. Leider. Dennoch, herzlichen Glückwunsch, Sir Timmes.
Berners-Lee, Dankeschön, dass er das auf den Weg gebracht. Danke, dass es das überhaupt gibt. Wir wollen hoffen, dass es weitere 30 Jahre gut läuft für das World Wide Web, dass es richtig funktioniert, dass der Vertrag zustande kommt, dass jeder online gehen kann, jeder Mensch unter seinen eigenen Datenschutz, persönlichen Datenschutz und nicht diese Datenklaus und die Close und was weiß ich, die Datenmaschinerien, Gigantomanie der Daten. Richtig ist das nicht. Die Daten gehören euch. Das sind eure Daten. Und ihr gebt nur das Preis, was ihr preisgibt. Aber nicht alles.